Yo, Divo Squad, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar gibt es heute ein Weekend League Highlights Video von den letzten 10 bis 12 Spielen, die wir heute im Livestream gespielt haben. Wir hatten ja noch die Möglichkeit, als wir reingestartet haben, in die Top 100 zu kommen. Wir standen ungefähr 18-0 und alles war eigentlich möglich. Vor allem nach der schlechten Weekend League letzte Woche. Nach dem Patch haben wir das erste Mal Elite 2 geholt. Davor, die letzten 1-2 Monate, waren wir wirklich kontinuierlich auf Elite 1 oder höher. Und ob wir es diese Woche geschafft haben, den Patch zu bezwingen, zeige ich euch in den letzten 12 Spielen der Weekend League. Ich wünsche euch viel Spaß und dann würde ich sagen, let's go. Okay, komm. Starten einfach mal kalt rein in die Kacke hier. Was für Aufwärmspiele. Scheißdreck! Bruder, mach ihn! Was ist denn los? Ja, endlich! Danke mal! Oh, nervt mich so eine Kacke wieder. Ja, wichtig. Ich hab ihn doch schon mit Firmino. Ich hab ihn doch schon. Mann! Bruder, das kannst du mir nicht erklären, dass der den Schuss hält. Kein Abseits, ich hab doch... Ey Jungs, das war jetzt wieder, ohne Witz, das war jetzt wirklich, also krass, einfach nur krass, wirklich. Ja, meine Gegner haben auch alle Bock irgendwie. Bam, wenn jeder. Bam, 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 bum, 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 jeder. Ja, Neymar, du bist auch in Ordnung, du bist auch kein Schlechter, aber... Ne, Benjeda ist Nummer 1 bei mir. Das ist so ein kack-typisches Drecks. Digga, ich hab zweimal den Kackball schon dort erobert. Das macht keinen Sinn. Piqué, 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 mach keinen Scheiß. Danke, Piqué. Ja! Danke. Ja! Also jedes Spiel ist gerade hier... Ich bin perfekt ausgerichtet. Ich mache L2, okay? Und dann laufe ich rein, drücke Kreis und dann macht er so. Und dann, der Gegner hat immer noch Ball. Ja, nein! 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 Ja, Baby! Ja, Baby! Ich sag doch, er kommt! Ja, Baby! Ja! Das wäre schon geil. Hätte ich Bock drauf. Ja, überragend gut. Überragend gut gemacht. Fehler von mir. Und jetzt wird's schwierig. Scheiß Pass von mir. Ah! Ah, ah! Ja! 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 Komm, 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 komm! Yo, come on, come on, come on, come on. Ah. GG an den Gegner, war halt jetzt einfach nur unglücklich. War halt einfach unglücklich. Die absolut aus dem Nichts kommt. Danke, Benjeda. Danke, Bro. Auf dich ist immer Verlass. Danke. Gut gespielt, kann ich nichts sagen. Aber es ist ein scheiß Long Lay. Also wenn der mir jetzt den Ball reinhaut. Also wenn mir Longley den Ball reingehauen hätte, dann hätte ich mir nochmal Gedanken über mein Leben gemacht. Aber Longley hat den Treffer eingeleitet. Noch schlimmer.
fruchtig. Yes. 5-2 sollte reichen. Ja, gut gemacht. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Ich hab ihn doch. Ist aber auch okay. Ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Ach, zwei, also, der tut jetzt weh. Meine Spielweise. Fick. Spiel, Schnitzel, Saft in Karotten eingewickelt und in Arsch eingetunkt, Alter. Das ist doch... Direktschuss. Wir wollten ja noch jubeln, wenn wir ein Tor gegen den machen. Ja, er hat ja auch gejubelt die ganze Zeit. Jetzt jubeln wir auch mal ein bisschen. Hat er erst in die Kamera gelaufen, ne? Kamera. Bitte hör auf, du bist kein Goethe. Das akzeptiere ich nicht. Mit blasser Röte in meinem Gesicht. Oh. Plaplup, wer ist das? Alter Vater. Danke. Ja, da ist er. Ja, da ist er. Wolle. Ach, wird wahrscheinlich auch irgendeiner sein, der hier irgendwie... Ach. Dann, wie gesagt... Ist halt einfach so. Auch wenn du schon keine Lust hast, dann quitte einfach. Erspar uns die Zeit. Wäre mega, mega cool von dir. Ich würde dich feiern. Also wenn du wirklich keinen Bock mehr hast, dann quitte einfach, Digga. Okay, das ist gut. Wenn du Lust hast, dann zieh durch, Bruder. Dann ist okay. Bruder, komm, quitte einfach. Komm schon, quit, Bro. Gib mir den Quit. Show me the Quit, please. Also easy. Also, ich war ein bisschen erschrocken. Ich war ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Ich dachte mir so, ey, scheiße, Mann, komplett anderes Spiel. Guten Leistungen werden flöten gehen. Aber nein, ne? Ich habe halt, wie lange habe ich gebraucht? 40 Spiele in der Weekend League. Ich habe 2 Weekend Leagues gespielt, 40 Spiele und dann habe ich das Ding raus. Und Jungs, habt auch keine Angst, wenn es bei euch jetzt gerade nicht so läuft. Neuer Patch ist immer so wie so ein paar neuer Lederstiefel. Am Anfang mega unbequem, am Anfang mega, mega, mega eklig. Aber man läuft sie ein irgendwann, weißt du? Die werden auch irgendwann eingelaufen. Bei einem dauert es halt eine Woche, weil er härteres Leder hat. Beim anderen dauert es halt 2 Tage. Weißt du? Also nicht den Kopf in den Sand stecken. Einfach ein bisschen die Schuhe eintragen, ein bisschen die Lederstiefel anziehen, auch mal beim Schlafen anziehen, auf dem Scheißhaus anziehen. Einfach überall anziehen, wo es geht. Und dann wird das Ding auch 90 Minuten durchgezogen. Ja! Ja, 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 ja. Top 100. 1,66er. Geil. 19,10 stand der. Freunde, der stand 19-10. 19-10. Ich sag's nochmal. 19-10. Ja, das war das Spiel mit dem Eckball, wo wir beim Eckball den Gegentreffer kassiert haben. 19-10 stand der. Und jeder hat entweder Goldkarten oder Ikonen. Und das macht mir am meisten Spaß, um ehrlich zu sein. Bei mir ist immer so, wenn Toti-Phase kommt, denke ich mir so, ey, Alter. Denke ich mir immer so, ey, Toti, geil, Alter. Darf ich wieder mal gegen Toti-Besitzer spielen? Das tut so weh, wisst ihr, das tut mir jedes Mal richtig, richtig weh. So, weißt du, ich habe es letztes Mal schon gesagt, also die 28 Siege, die verfolgen. Diese verdammten 28 Siege, die verfolgen mich einfach. Ich weiß nicht, warum ich komme immer 28... Okay, 30-0 haben wir dieses Jahr auch schon geholt. Wir haben auch schon 3-4 mal 29 geholt. Aber dieses letzte bisschen. Und es hat nichts mit Können zu tun. Ich weiß es. Wenn ich konzentriert spiele, ich weiß, ich kann das. Es ist bei mir nur eine reine Konzentrationssache. Freunde, wenn euch die Weekend League Highlights gefallen haben, dann lasst einfach einen Daumen da, lasst einfach Feedback da, dann können wir das auch gerne mal öfter machen. Ich bin mit 28 Siegen wirklich sehr, sehr zufrieden. Vor allem nach dem Patch.
Also das war der erste große Patch, der vieles, vieles geändert hat. Wir konnten uns schnell adaptieren, sage ich mal. Wir konnten uns schnell an den neuen Patch gewöhnen. Deshalb bin ich mit 28.2 sehr, sehr zufrieden. Und freue mich schon auf die nächste Weekend League nächste Woche, wo wir die Top 100 wieder angreifen werden. Ja, Freunde, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, dann würde ich sagen, die Booster Squad. Tschö.